Ja, damit recht herzlich Hallihallo, herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Sommerlation. Ich bin der Bio, freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video hier rund um den Train-Simulator 2020. Und wir haben die Ehre, Vorstellungsfahrt Cruise Trains NS-SNG. Hallo Kollege, heute wird die NS-Baureihe SNG in Deutschland das erste Mal vorgestellt. Da aktuell in Deutschland keine Züge dieser Art verkehren, wurde ein Zug der niederländischen Staatsbahn ausgeliehen. Sie haben die Ehre, den Zug heute von Ludwigsfelde bis Berlin-Südkreuz fahren zu dürfen. Dabei wird unterwegs in Teltow und Berlin-Lichterfelde Ost gehalten. Bitte rüsten Sie nun Ihr Fahrzeug auf und öffnen die Türen, damit die Fahrgäste einsteigen können. Die prognostizierte Abfahrtzeit ist um 10.33 Uhr. Das schaffen wir schon gar nicht mehr. Hier seht ihr noch ein paar Informationen. Die Zugbildung müsst ihr jetzt einfach mal auf Pause drücken. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Szenario bei Phasus, Informationstext zur Baureihe SNG ist hier von Wikipedia. Und hier muss man nochmal sagen, ein großes Dankeschön an Cruise Trains, denn diese hat uns diesen Zug hier bereitgestellt, dass wir uns den heute anschauen dürfen und euch zeigen dürfen. Und deswegen freue ich mich, dass das, ja, wir das machen dürfen. So. Natürlich alles wieder hier mit Track AR und so alles was. Ich hoffe, das funktioniert hier auch wieder heute. Das wäre ja mal schön. Und hier sehen wir mal von außen. Ist tatsächlich ein bisschen laut. Ein bisschen laut, nur gut. So, Türen gehen zu hoffentlich. Jawohl, sie gehen zu. So, wir machen den Vorwärtsgang hier rein. Da warten bis die Tür jetzt. So. Vorwärtsgang rein. Und los geht's. Wundervoll, das funktioniert. Ludwigsfelde, los geht's. Fahrgäste einsteigen lassen. So, Teltow ist next stop. Wie gesagt, das Ganze hat hier Phasus hier zusammengebastelt. Ein großes Dankeschön auch an Phasus, der das Ganze auch ein bisschen ermöglicht hat, denn Phasus war derjenige gewesen, der sich darum tatsächlich gekümmert hat. Der hat Cruise Trains direkt mal angeschrieben und hat mal nachgefragt, wie sieht's aus, dürfen wir deinen Zug mal hier vorstellen. Der ist jetzt vor einigen Tagen erschienen, kostet ja laut Website 15 Euro. Wir hatten den auch in den News gehabt. Ihr müsst allerdings zu den 15 Euro müsst ihr noch Gewerbesteuern, also Steuern noch dazu zahlen. Da seid ihr dann so rund 5, nochmal mit 2 Euro, 3 Euro nochmal so dabei. Also kostet der Zug hier mal locker 17 Euro, 18 Euro so in dem Dreh. Ja, und das Ganze, wie gesagt, packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Falls euch dieser Zug interessiert, dann könnt ihr euch den dort selbstverständlich auch kaufen. Ja, und sonst gibt es hier an sich nichts zu sagen. Es ist sehr, sehr schön alles. Fährt sich sehr angenehm. Aber wie gesagt, schaut euch das am besten selbst an. Ich habe da am Anfang ja auch diesen Trailer ja noch mit reingepackt, ja, den ich da nochmal schnell gemacht hatte, damit das Ganze nochmal so ein bisschen eine schönere Tiefe hat. Weil wir ja hier nur eigentlich in der Innenperspektive sitzen, ja, konnte man natürlich da am Anfang so ein bisschen mal was von außen sehen. Ja, so sieht er aus. Also ist schon ein schönes Fahrzeug. So, nächster Halt ist Teltow. Sollte auch von der Lautstärke hoffentlich so passen. Ja, es ist natürlich jetzt reichlich spät, weil ja, wir noch so ein bisschen gequatscht haben jetzt am Anfang. Ja, 10.33 Uhr war ja, Abfahrt. Aber wir holen gut auf von der Zeit, passt das schon. Wir können hier mit der STRG F8, glaube ich, war das, oder F7, können wir hier oben noch die, das Ziel einstellen. Ich sehe gerade, dass wir hier ein bisschen zu schnell sind. Ja, können wir noch das Ziel einstellen. Wie gesagt, Passagieransicht gibt es hier auch, ne, dass wir ja hier drinnen sitzen können. Und auch das, muss man mal sagen, ey, das ist echt hübsch ausmodelliert.
ja, gibt es nicht viel zu sehen hier in Telto hier draußen. Ist nix. Ja. Außer die Autobahn natürlich, ne? Aber sonst, ja, ist hier ein bisschen nur eine tote Hose. Aber schönes Szenario. Muss man mal lassen. Also, ich glaube, das ist das erste Szenario, was mir tatsächlich echt mal gut gefällt hier von Phasus. Oh, falsch. Ich wollte gar nicht bremsen, ich wollte beschleunigen. Wir können natürlich seine Zeit, die wir haben, auch verspielen. So, hier soll man nicht halten. Ja, sie vergibt's, habe ich jetzt mal nicht aktiviert. Ich habe hier so tatsächlich ein bisschen Bremsprobleme. Das will irgendwie, der will manchmal die Bremse nicht lösen. Da stehst du denn da und versuchst, drückst hier alle Knöpfe und will hier nichts. Und gefühlt habe ich das Problem wahrscheinlich, also ist mir aufgefallen, wenn ich das Ganze mit der SIFA fahre. Phasus allerdings meinte, er hatte da keine Probleme mit. Also scheint es ja wieder so ein typisches Problem meinerseits wieder zu sein, wie immer halt. Und ja. Aber sonst sind mir bis jetzt keine groben Fehler aufgefallen. Also das ganze Modell sieht auch echt hübsch aus. Wie gesagt, das hat man ja hoffentlich alles in dem Trailer jetzt am Anfang gesehen, den ich gemacht hatte. Wo man wirklich diese ganzen Vorbeifahrten hatten und alles sowas, ne? Da hat man es, glaube ich, schon recht gut erkennen können, dass das hier echt hochwertiges Payware-Niveau ist. So, 80. Jetzt kommt nämlich gleich Telto. So. Und da haben wir schon Telto. So, da sind wir, Türen auf. Wundervoll. Also wie gesagt, hier sehen wir jetzt auch nochmal so ein bisschen, ne? Wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen rangehen. All das sieht schon wirklich großartig aus. Das ist sehr detailliert alles. Auch die ganzen Aufbauten hier. Ja, also. Das sieht wirklich fantastisch aus. Und auch wenn wir jetzt hier mal reingehen, ne, ins Fahrzeug, jetzt halt auch hier kann sich das mehr als sehen lassen. Ne, und sonst, ja. Es werden keine Aufgaben mitgeliefert, also sprich, ihr müsst euch selbst irgendwie Aufgaben erstellen oder aber ihr nutzt vielleicht den Steam Workshop, vielleicht gibt es da schon passende Aufgaben, das wäre natürlich wünschenswert. Ja, oder ihr macht euch euer eigenes Szenario, deswegen ja, muss ich mich immer wieder bei Phasus bedanken, dass der hier wirklich Szenarios bauen kann und das Ganze natürlich jetzt auch macht, ja, also klasse Sache. Also, das gibt so manche Momente, wo ich sage, damit will ich nichts zu tun haben, so, weißt du, und ja, das ist zum Beispiel eines dieser Sachen zum Beispiel, ja. So. Dann, weiter geht's. Lichterfelde Ost. Auch der Sound, der ist extrem schön. Chris Trains hat noch so zwei, drei Züge, die mir gefallen. Zum Beispiel hat er ja den Stadler Flirt. Hab ich gesehen, den hat er drin. Aber ich glaube, den hatte ich sogar gekauft. Es fehlt mir nur ein Stadler. Und zwar, glaube ich, der GCW oder sowas war das gewesen.
Den brauchte man damals für eine Aufgabe für diese Berliner Stadtbahn. Die wurde da verbaut. Ich wollte mir jetzt aber nicht jetzt extra deswegen jetzt diesen Zug kaufen. Nur damit ich da eine Aufgabe von der Berliner Stadtbahn spielen kann. Achso, jetzt sind wir sogar 200. Ja, perfekt. Hau rein. Hat er natürlich auch ein schönes Winterszenario gemacht. Ja, auf jeden Fall hat er da natürlich den Stadler Flirt und viele weitere Züge natürlich gebastelt. Also schaut da am besten rein. Wie gesagt, alles packe ich unten in der Videobeschreibung mit rein, ja, damit ihr da direkt hinkommt auf die Website und natürlich direkt auf ja, das Produkt, den Zug hier. Ne? Also, falls ihr da Interesse habt, dann schaut's doch da vorbei. Vielleicht könnt ihr mal ein Szenario erstellen, jetzt hier mit dem Zug hier. Kann ich mir das ja auch gerne mal angucken, wenn ihr Bock drauf habt. So, 10.45 Uhr soll man da sein. Hier, genau. Dieses hässliche Werk da. So, jetzt kommt gleich das Leo. Da haben wir es schon. Haben wir genug Zeit, da können wir ja richtig reinrollen jetzt hier. Wundervoll. Ja, also ihr seht es ja selber, ne? Also es gibt hier absolut nichts zu beanstanden. Das ist wirklich ein richtig schönes Fahrzeug. Also holy, holy. Mal einen schönen Screenshot hier. So, perfekt. Leider mal noch ein bisschen Husten. Der verschwindet immer noch nicht. Aber ja, also es fährt sich echt anständig. Schön. Schön, schön, schön. Aber das ist halt das, ja, würde ich auch gerne können. Ja, so eine Fahrzeuge so detailgetreu nachzubauen hier. Guck mal, sogar die Schrauben, die sind wirklich sechseckig. Wahnsinn. Also ich finde schon, dass sich das da absolut lohnt. Was ich ein bisschen schade fand, die Matrix, die hat halt nur, ja, keine Deutschen, sondern nur hier Welcome. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, aber sonst ist es ein echt hübsches Fahrzeug. So, Türen schließen sich. Warten wieder, bis wir Signal bekommen. Und jetzt. Nun. So,
Next Stop Berlin Südkreuz. Endhaltestelle. Bitte alles aussteigen. Da können wir ja gleich auf 140 bleiben. Jo, S-Bahn hier. Ach, freue ich mich schon auf dieses Add-on, wirklich. Die Berliner S-Bahn. Leider auch schon lange nichts mehr von gehört. Aber sobald ich natürlich was rausfinde, ne, gibt es natürlich was in den News, selbstverständlich. Solange baut uns Phasis einfach hier weiter Szenario ist hier. Aber ich weiß, dass er es hasst, hier Szenarios zu bauen, weil das soll irgendwie total chaotisch sein, hier irgendwie irgendwas bauen zu können, irgendwelche anständigen Szenarios. Also er hat sich damals die Karten irgendwie gelegt gehabt, mit so einem S-Bahn-Szenario zu erstellen. Ja, das soll irgendwie überhaupt nicht funktioniert haben. Ja, deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass er, wie gesagt, halt die Strecke heute ausgesucht hat hier. Oh, da schwebt ein Baum in der Luft. Ist ja geil. Die Strecke ist da auch schon gefühlt 100 Jahre alt. Wird auch nicht mehr gepatcht. Ist egal. So, Südkreuz. Ja, wie gesagt, wenn es euch natürlich gefallen hat, unbedingt wieder ein Like da lassen. Schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr so von dem SNG, denn wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion. Wie gesagt, von uns nochmal ein großes, großes Dankeschön an Chris Trains vom ÖPNV-Team für die Bereitstellung des Keys und des Zuges, dass wir das Ganze uns hier anschauen durften. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann findet ihr selbstverständlich den Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und ich werde gucken, dass ich mit Phasis irgendwie das Szenario selbstverständlich dann auch online stellen auf irgendeine Website, dass ihr euch das Ganze dann dementsprechend auch runterladen könnt, das Szenario, und dementsprechend damit auch spielen könnt. Das werden wir mal machen, denke ich mal, kriegen wir hin. Ja, und somit würde ich sagen, verabschiede ich mich hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ja, dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und sonst würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Train Simulator Video hier wiedersehen. Ja, verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!